Aus dem Jahr 1897 war das erste elektromechanische Musikinstrument. Es wog am Ende über 200 Tonnen, besaß keinen elektronischen Verstärker und verschlang 670 Kilowatt. Seine Klänge konnten additiv überlagert werden. Das ist mein Baby-Telharmonium. Es hat 4 Tonräder zur Erzeugung der Töne. Auf jedem dieser Tonräder sind Neodym-Magneten angebracht. Die Polarität ändert sich immer. Nord, Süd, Nord, Süd, Nord, Süd. Diese Magneten flitzen dann, wenn man kurbelt, an den Elektromagneten hier unten vorbei und induzieren dort eine Sinusspannung, die dann auf den Ausgang gegeben wird. Aktuell ist hier ein Lautsprecher angeschlossen für die Aufnahme. Eigentlich gedacht ist das Ganze für so einen Kopfhörer, mit dem man dann auch die Melodie viel schöner anhören kann. Wenn ein Kopfhörer verwendet wird, ist keine Batterie notwendig, sondern alle benötigte Energie wird hier über die Handkurbel erzeugt. Ja, die Tonräder erzeugen Töne unterschiedlicher Frequenzen. Hier wird die tiefste Frequenz erzeugt, hier die höchste. Auf diesem Tonrad haben wir 8 Polpaare, also insgesamt 16 Magneten, auf diesem 18, sodass wir von hier zu da ein Frequenzverhältnis von 9 zu 8 haben. Auf diesem Tonrad hier sind 10 Magneten. Das dreht sich doppelt so schnell, sodass hier effektiv 20 Magneten sind, also 10 Polpaare. Sodass wir hier von hier zu hier ein Frequenzverhältnis von 5 zu 4 haben. Auf diesem Rad sind 12 Magneten, 6 Polpaare. Aber wiederum dreht sich das doppelt so schnell wie diese beiden Räder. Darum haben wir von hier zu hier ein Frequenzverhältnis von 3 zu 2. Also das Frequenzverhältnis einer reinen Quinte. Insgesamt können wir damit die Noten C, D, E und G spielen. C, D, E und G. Welche Noten gespielt werden, ist auf den Ketten programmiert. Schauen wir uns das einmal an. Hier sehen wir den Liedanfang. Mary had a little lamb. E, D, C, D, E, E, E. Na, das stimmt nicht ganz. Wir sind da schon in der zweiten Zeile. Kurbeln mal ein bisschen vorwärts. Hier ist das der richtige Anfang. E, D, C, D, E, E, E. Und an dieser Stelle nochmal. E, D, C, D, E, E, E. An dieser Stelle erkennen wir sehr schön den Unterschied zwischen 2 Viertelnoten und einer gehaltenen halben Note.
Jede Viertelnote beansprucht 3 Kettenlieder. Der Raupenbelach nimmt 2 Kettenlieder ein. Und insgesamt brauchen wir also für 2 Viertelnoten 6 Kettenglieder. Hier sind die beiden Raupenbeläge auf Kettenglied 1 und 4 gesteckt. Und es gibt 2 kleine Lücken. Und bei der gehaltenen halben Note sind die Raupenbeläge auf Kettenglied 1, 3 und 5 gesteckt, sodass dann insgesamt durch 3 Raupenbeläge ein durchgehender Ton erzeugt wird. Ja, das ist im Wesentlichen der Melodiespeicher. Das Lied, für das Lied brauche ich insgesamt 96 Kettenglieder auf jeder Kette. Hier sieht man, wie die Töne abgegriffen werden. Der Raupenbelag drückt hier das Rad nach hinten, nach schräg hinten weg, und dann werden 2 Fischertechnik-Stecker aneinander gedrückt. Die beiden Stecker sind in Redkontakthaltern. Sind in Redkontakthalter gesteckt und so kommt ein überzeugender Kontakt zustande.